zusammen. Heute ist mal wieder Zeit, sich ein bisschen Luft zu verschaffen, sage ich mal, denn ich bin einfach nur mal wieder richtig sauer eigentlich, beziehungsweise denke mir, meine Güte, denken manche Leute nur von heute bis Mittag, beziehungsweise wie heuchlerisch kann man eigentlich sein? Es geht um das kontroverse Thema Kreuzfahrten. Natürlich kann da jeder seine Meinung zu haben. Es ist auch in Ordnung, wenn jemand sagt, das würde ich nicht machen, weil das ist mir zu viel Umweltverschmutzung. Ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Was ich aber ganz, ganz schlimm finde, ist dieses richtige Kreuzfahrt-Bashing, was da zum Teil stattfindet. Ich habe das jetzt lange nicht mehr so verfolgt, weil logischerweise die Schiffe stehen still, es wird nicht so viel darüber berichtet und die ganzen Hater haben sich jetzt ein neues Hobby erstmal gesucht gehabt, scheinbar. Zu Zeiten von Greta als Medienthema Nummer 1, also vor Corona, war das auch ganz schlimm. Da habe ich mich schon immer drüber aufgeregt und gemerkt, dass man mit den Leuten auch nicht irgendwie sachlich diskutieren kann. Und dass es nicht auf einer Ebene von Meinungsaustausch geht, sondern die meisten wirklich einfach nur darauf aus sind, den Leuten, die das Kreuzfahren lieben, einfach ja, sämtliche Beleidigungen an den Kopf zu werfen und. Und so ist es jetzt auch schon wieder, denn so langsam kommt das Thema doch wieder auf. Es ging jetzt auch wieder um Sicherheitskonzepte, die die Reedereien jetzt vorlegen, damit es dann irgendwann auch wieder losgehen kann. Die ersten Expeditionskreuzfahrtschiffe sind schon wieder unterwegs. So, und da ist es klar, das Thema kommt wieder auf und ich lese jetzt auch so mal so ein bisschen, da gibt es natürlich auch immer Berichte, wie sieht es eigentlich aus bei den Reedereien. Da wird dann natürlich auch gesagt, die Arbeitsplätze, wir kriegen das hier sehr, sehr stark mit. Die Meierwerft ist ja quasi vor der Haustür und wenn man da so merkt, was da jetzt gerade los ist, eine Werft, die super dastand, die eigentlich für Jahre hinweg jetzt noch die Auftragsbücher voll hatte mit Kreuzfahrtschiffen und. Wenn man sieht, was da jetzt gerade auch für Existenzängste sind und was da eben auch dranhängt für die ganzen Leute hier in der Region, die dort arbeiten, dann hat man sowieso schon mal einen ganz anderen Blickwinkel nochmal drauf, als ich sag mal jemand, der damit nicht involviert ist. Nichtsdestotrotz muss ich jetzt überall wieder lesen, so nach dem Motto, hoffentlich kommen die Dreckschleudern gar nicht mehr und hoffentlich gehen die pleite und braucht kein Mensch und wer damit fährt, bla bla bla. Also man kennt das ja, so diese Extrem. Und ich finde das einfach erstens unter aller Sau, weil ganz ehrlich, diese Leute machen sich null Gedanken darüber, wie viele Arbeitsplätze da dran hängen und das nicht nur hier in Deutschland, sondern eigentlich weltweit. Ne, das ist eine Riesenbranche. Wie gesagt, man kann darüber streiten, dass da sicherlich noch was verändert werden muss. Wird aber ja auch schon. Ne? Es wird an klimafreundlicheren Antrieben gearbeitet. Es wird auf den Schiffen selber, war jetzt auch schon im Vorfeld ganz viel, wo man zum Beispiel sämtliche bei Norwegian die Plastikstrohhalme verbannt hat. Bei Royal Caribbean gab es die übrigens auch nicht mehr, als wir auf der letzten Kreuzfahrt waren. Dann wurden bei einigen Reedereien werden auch Wasserflaschen, also nur noch in Glasflaschen und all so ein Kram. So, also es wird schon was getan und soll ja auch. So, aber wenn dann diese Leute kommen, die dann mal pauschal so rumlabern, richtig labern ist das für mich nur, denn die denken nicht ein Stück weiter, dann werde ich einfach sauer. Das finde ich so. Ich kann es gar nicht beschreiben. Also ich bin zum Beispiel auch ein Mensch, der den Ballermann nicht braucht. Ich war zweimal auf Mallorca, ich habe einmal Oberbayern gesehen, allerdings auch noch ein bisschen früher am Abend, wo halt noch nicht diese typische Partystimmung war. Ich persönlich bin nicht so mehr der Feiertyp in solchen Etablissements, aber wenn ich da auch lese, da ist es ja eine ähnliche Sache, wie das da im Grund geht. Ah, ist doch gut, dass die zubleiben, hat Corona mal was Gutes und. Dann kriege ich so einen Hals. Das betrifft mich zwar nicht direkt, weil es mir nichts nimmt, wenn das nicht da aufmacht, aber ich denke doch mal weiter, ich denke doch mal an die Leute, die damit ihr Geld verdienen und an alle, die dranhängen. Und so ist es eben bei der Kreuzfahrt auch. Ne, das sind ja nicht nur die Reedereien an sich oder die Mitarbeiter auf den Schiffen. Es ist zum Beispiel eine Werft. So, und die Werft, die hat wiederum noch weitere Arbeitsplätze, die eben außerhalb der Werft liegen. Allein die Region Papenburg, was die damit macht, dass die Leute da hinkommen, weil die sich gerne anschauen, wenn die großen Schiffe ausgedockt werden. Das ist ein Riesenmagnet. Da kommen dann Leute mit ihren Campingwagen und so weiter dahin. Die bleiben dann auch meist ein paar Tage. Die gehen dann dort irgendwo einkaufen, die gehen dort ins Restaurant oder was weiß ich. Ne? Gehen vielleicht mal in eine Stadt bummeln, essen da ein Eis. Manche nehmen sich ein Hotel, weil sie keinen Camper haben. So, das sind alles Sachen, die hängen an solchen
an solchen Kreuzfahrten. Und das sieht man, glaube ich, im Moment in der Welt auch ganz dolle, was da fehlt. Generell der Tourismus, aber eben auch der Kreuzfahrttourismus. Und wenn dann solche ignoranten Bascher kommen, die einfach nur stänkern wollen und einfach nur ohne jegliche Vorschläge oder ohne jegliche Weitsicht da einen dumm anmachen, dann reißt mir echt der Geduldsfaden, ne? Und dann finde ich das einfach nur daneben und vor allen Dingen, ganz ehrlich, das sind meist die absolut ätzendsten, mega fetten Heuchler. Ganz ehrlich, das muss man jetzt mal in aller Deutlichkeit so sagen. Das ist ein Geheuchel, dass das nicht mehr schön ist. Du gehst auf die Profile von diesen Leuten und dann siehst du Urlaubsbilder von was weiß ich wo, ne? Fernreisen, dann siehst du die an Fliegern, dann siehst du andere, die irgendwelche Formel-1-Bildchen posten, weil das ist ja auch alles so umweltfreundlich und das ist ja auch alles so nötig. Ne? Ich finde es immer so lächerlich, wenn man das eine gegen das andere in dem Sinn aufwiegt. Ich mache das dann zwar auch, indem ich sage, ja, Moment mal, was willst du eigentlich von mir? Schau mal erstmal, was du machst. Kommst du mit dem Paddelboot oder was weiß ich nach, keine Ahnung, Amerika oder wo die da manchmal, oder Karibikbilder, was die da manchmal drin haben? Ne? Oder deine Formel-1-Autos, fahren die auf Rapsöl oder was? Ne? Und da kommen, aber das ist eben nicht ein Aufwiegen. Ich würde es niemandem verbieten. Ich würde nie sagen, die Formel 1, den Scheiß soll man mal abschaffen. Was, fahren die da alle nur hier sinnlos durch die Gegend, verbrennen das Gummi auf den Straßen, verbrennen Benzin, schädigen die Umwelt. Nee, das hat genauso seine Daseinsberechtigung, wie eben andere Sachen auch. Es ist nun mal heute so. Natürlich muss man überall mal ein bisschen schauen, wo kann man das optimieren und muss immer alles und so sein oder kann man was optimieren, aber mit dem Finger immer nur auf die anderen zeigen, weil mich das jetzt gerade nicht interessiert oder nicht betrifft, das ist totale Heuchlerei. Und es zieht sich im Moment sowieso, finde ich, sehr, sehr durch das ganze Land eigentlich, auch im Zuge der Corona-Sache, aber das ist wieder eine andere Sache, die lasse ich jetzt mal außen vor. Aber wie gesagt, alleine beim Thema Kreuzfahrten merke ich das. Ne? Ich kann doch nicht einerseits sagen, ich will euren Dreck schleudern und unnütze Umweltverschmutzung und so weiter. Ja, und dann bin ich gleichzeitig aber auch jemand, der Fernreisen macht. Dann bin ich jemand, der irgendwelche Sportarten toll findet, wo auch die Umwelt nicht gerade geschont wird. Und dann kommt ja noch dazu, wir alle, weil das nun mal diese Welt so jetzt ist, haben doch sämtliche Klamotten aus, keine Ahnung, aus China, aus Taiwan, aus was weiß ich woher alle. Ne? Da kommt doch fast nichts mehr aus Deutschland. Und die so rumpöbeln über Kreuzfahrtschiffe, das wäre ja unnütz, dass sie die Luft verschmutzen auf See. Die sollen erstmal an die Frachter denken, die da überall rumfahren, um die ganzen teuren Handys, die Spielekonsolen, die Anziehklamotten, die Taschen, die exotischen Früchte oder so herzuschiffen. Ja, ich nutze das auch, gar keine Frage, aber ich zeige auch nicht mit dem Finger auf die anderen. Zumindest fange ich nicht damit an, jemanden hier belehren zu wollen, beziehungsweise zu sagen, du, pass mal auf, aber das ist jetzt überhaupt nicht umweltfreundlich. Nee, ich bin zum Beispiel jemand, der nicht unbedingt ständig ein neues Handy braucht. Wenn ein neues Handy rauskommt oder mein Vertrag läuft aus, ich habe auch schon mal die Geldprämien genommen, weil ich gesagt habe, ach, mein Handy ist doch noch gut, was soll ich da jetzt, ein neues Handy, das tut doch. So, ne, damit schone ich mit Sicherheit auch ein bisschen was an Umweltressourcen. Ich bin auch jemand, ihr seht es auch immer in unseren Videos, dass wir viel aus alten Sachen wieder neu machen, dass wir nicht alles wegschmeißen oder dass wir auch mal Dinge von jemandem nehmen, der das wegschmeißen will, und wir machen was Tolles draus für uns. So, ne, das sind zum Beispiel so Sachen, wo ich sage, gut, da bin ich dann jemand, der da dann eher ein bisschen was für den Umweltgedanken tut. Dafür fahre ich aber einmal im Jahr auf meine Kreuzfahrt, und ja, da muss ich auch hinfliegen, weil wir vorwiegend eben jetzt nicht hier von Deutschland aus irgendwo durch die Nordsee schippern oder sowas. Ne? Das ist so. So, aber dafür spare ich eben an anderen Stellen. Und diese Leute, die machen vielleicht ihre Kreuzfahrt nicht und sagen, oh, ich benutze ja so eine Umweltschleuder, so eine Umweltsau nicht. So, dafür machen die aber ganz viele andere Sachen. Und wenn man das gegeneinander irgendwo aufwiegt, dann hat jeder von uns sein eigenes Päckchen zu tragen und kann vor seiner eigenen Haustür kehren. Und egal, was man hat, alles ist im Moment damit verbunden, dass da andere Leute ihre Existenz von sichern. Um nochmal auf die Meyerwerft zurückzukommen, ich habe ja das Video auch drin, wo wir letztens in Corona-Zeiten jetzt auch nochmal das Besucherzentrum uns angesehen haben. Und da ist es auch ganz toll aufgelistet. Da ist eine ganze Wand, wo genau steht, wie die Region davon auch arbeitstechnisch abhängig ist. Dann sind da so Videoeingespielte, ja fast als wenn die vor dir stehen, halt Mitarbeiter von der Meyerwerft. Und da war eine jüngere Frau,
junges Mädchen, würde ich fast noch sagen, die sich dann auch so quasi vorgestellt hat via Video und dann gesagt hat, ja, ne, ihre Mama, ihr Papa und eben auch sie jetzt, die arbeiten alle in der Meierwerft. Das heißt, wenn da was wegbricht, dann sind meistens gleich, wer weiß was, eine ganze Familie vielleicht auch arbeitslos. Ne? Und so weit denken diese ganzen, diese Hater gar nicht, die da nur dumm rumlabern. Da müsste man einfach am besten mal gucken, was die denn wohl für Jobs haben, ob deren Jobs nicht auch ganz, ganz viel in Sachen Umweltvernichtung tun. Und dann müsste man mal schauen, wie die sich dann fühlen würden, wenn man sagen würde, ja, hoffentlich geht die Branche pleite, weil das braucht keiner. Ne? Wir alle brauchen nicht jedes Jahr das neueste Handy, was wieder noch mehr kann. Ne? Da reicht auch das, was 2, 3 Jahre alt ist. Aber nee, es gibt genug Leute, die das machen. Ich kenne da selber auch genug Leute, die sobald ein neues Handy auf den Markt kommt, sich das dann wieder selber kaufen, so dann, ne, das andere da rumfliegt oder was auch immer. So, oder andere technischen Krimskrams oder die nächsten gehen, was weiß ich, jeden Monat für sonst was Klamotten shoppen. Und selbst wenn man da die Markenklamotten hier nimmt, die ja vermeintlich vielleicht besser sind, als wenn ich jetzt hier, was weiß ich, zum Taco oder zum H&M oder so renne. Das ist doch auch nichts anderes. Wenn ich da reingucke, steht da genauso Made in China. Ne? Da oben die sündhaft teuren Bayern-Trikots, die ich mir noch vor ein paar Jahren gerne mal gekauft habe, mache ich heute auch nicht mehr, weil Qualität wird immer schlechter, Preis immer höher und ich muss das nicht haben. So, aber die habe ich da auch noch liegen. Und wenn ich da reinschaue, steht da auch Made in China. Die sind auch nicht einfach in München produziert und liegen da rum. Ne? Die holen sie sich auch von sonst woher. So, und das ist mit anderen Adidas-Klamotten oder sonstigen Sachen oder was weiß ich, was da alle gibt, ist genauso. Ne? Dann müssten diese Leute konsequenterweise am besten in einer Berghütte leben, ohne Stromversorgung, ohne Handys, sich nur hier Sachen kaufen oder was weiß ich, wenn sie dann groß rumtönen wollen, dass andere Leute ja ach so schlimm sind und mit ihrer Lebensweise ja ach so schlimm die Umwelt schädigen. Das machen wir alle, das bringt der heutige Lebensstil mit sich und man kann sich ja überall was optimieren, wird auch gemacht in der Branche, ist auch gut so, aber man kann das Rad nicht zurückdrehen. Ne? Es ist einfach, wie es jetzt ist und wir wollen alle nicht zurück in die Steinzeit, weil wenn man denen dann das nimmt, was denen im Moment wichtig ist, würden die da auch nicht mehr so, ach so, umweltfreundlich sein. Ne? Und in diesem Sinne kann ich einfach nur an alle Hater da draußen sagen, denkt mal ein bisschen weiter als von 12 bis Mittag. Denkt mal an die Leute, die damit auch ihr Geld verdienen. Und lasst auch mal anderen Leuten ihre Freude, weil ihr habt auch was, woran ihr Freude habt. Und da möchtet ihr auch nicht, dass euch jemand daherkommt und sagt, das kann ruhig alles weg, das braucht kein Mensch. Ne? Weil seid ihr kein Mensch? Okay, das ist vielleicht mal was, worüber jeder mal nachdenken sollte. So, jetzt habe ich mir ein bisschen Luft verschafft. Jetzt ist auch wieder Produktivität angesagt und jetzt kann ich den Tag wieder ein bisschen entspannter angehen, aber manchmal muss es einfach raus. In diesem Sinne, vielleicht ganz sicher bis zum nächsten Video, dann, das dann hoffentlich wieder ein paar erfreulichere Dinge bereithält.